Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft mit dem Lofty Potato und mit dem Pokémon. Hier hinter dir liegen Pfeile, hinter dir liegen Pfeile, 13, hinter dir ganz viele Pfeile. Nee, 12. Folge, ich habe keine Ahnung, wie viel. 12. Folge ist richtig. Ja. Ja, und nun? So, gut. Ich mach nochmal die Minimap auf. Ey, die müssen doch hier irgendwo mal eine Basis haben, Tag, Mann. Ne? Oder wird's Nacht? Komm mit. Es ist Nacht geworden gerade. Kommst du mit? Ich hasse Nacht. Ja, wir müssen immer aufpassen. Wir müssen ja, aber immer ohne so Witz jetzt. Jede zweite Folge wechselt immer der Ding hier, der Rhythmus, ne? Also Tag, Nacht, Tag, Nacht. Ja. Da ist ein Skelett in deinem Baum, aber also, you don't give a fuck. Ich geb keinen Fick, ne? Wir dürfen nicht so aufs offene Feld laufen, weil hier sind wieder so viele Monster. Kommst du einfach durchrennen, komm. Max, folge mir! I'm on my way to your destination. Da ist der World Border, okay. So, bin bei dir. Da ist eine Höhle, aber ich glaube. Ich hör was. Das ist ein Enderman direkt hier vor uns, warte. Hab ihn. Oh, ich hab eine Enderperle für dich, nice. Hier, bitteschön. Haben wir da. Warum hab ich denn vorher keine bekommen? Schon lässig. Hier sind zwei Zombies, aber we don't give a fuck, like I told you. Weil mein Schwert ist gleich schon wieder kaputt. Oh, meinst du nicht? Pass auf, der schubst dich gleich da runter, wenn du nicht schnell kommst. Ach, Quatsch. Hier unten wäre so eine perfekte Basis, Freunde, ne? Digga. Hier unten könnte man so eine perfekte Basis basteln, ne? Oh, ja, durchaus. Also, ne, einfach weil hier so dichtes Holz also, ist. Also, wollte ich ja Pilze machen, ne? Ich baue jetzt mal hier die Pilze ab. Nein. Oh, Creeper! Ich hab ihn schon gehört. Wie viel? Ich nicht. Oh, Skelett. Lol. Pass auf, hier ist irgendwo Lava. Echt? Alter. Komm schon. Warte mal. Nein, warte. Was denn? Irgendwo hinter uns hat gerade ein Creeper gezischt und der war nicht bei uns, der Creeper. Okay. Sneaken. Sehe kein Namensschild, du? Also ich kann mir das auch eingebildet haben, aber ich habe auf jeden Fall Zischen vom Creeper gehört. Oder ja. War das Sand? Nee, das ist wie mit der Explosion, die ich da gehört habe, ne? Boah, stell dir vor, wir werden jetzt schon so seit 8 Folgen verfolgt. Das bist du, oh Gott. Und die beobachten uns so. Nee, aber halt dieser Wald hier wäre einfach perfekt, um hier eine Basis zu basteln, weil das nix Holz so einfach so. Nee, weil das hier halt so dicht ist. Komm mit, weißt du, was ich meine? Jo. Oh! Komm mit hier hoch. Ich geh außen rum. Oh, okay. Nein, komm mit hier rein, hier in dieses Loch. Welches Loch? Hier, hinter dir. Ah. Hier, komm hier hoch. Okay, ich hab sie beide gefickt. Hier, komm. Ja. Hier will ich hoch. Vielleicht haben wir da oben wieder eine bessere Aussicht oder so. Oh, das ist sehr nice, Alter, weil ich hier kaum was erkenne. Ja, oben ist es ein bisschen heller. Pass auf, da kommt ein Creeper. Ja, schon. Zwei Creeper hinter dir. Ich springe weg. Jo, einfach wegrennen. Einfach weiter in die Richtung rennen. Oh, nein. Du wirfst keinen Trank, du Hexe. Wo bist du? Oder? Ach, da. Ich bin hier, ich laufe die ganze Zeit um den Baum rum. Ach, da steht. Die Bitch. Oh. Du hast ja nichts gemacht. Oh, ich hab Glowstone. Mit Glowstone können wir Dingens machen. Dingens? Tränke. Ah, okay, cool. Aber jetzt mal ernsthaft, die müssen doch vielleicht irgendwo mal eine Fackel haben oder irgendwas. Hinter dir! Ja, sollten sie eigentlich, ne? Okay, ich hab nichts Gebratenes mehr. Ja, warte. Ja, schlag mich! Ja, du rennst halt genau ins Gesicht, warte hier. Hier die Hälfte hast du. Ja, normales Fleisch habe ich schon, aber. Das ist gebraten, jetzt komm. Danke. Kann ich wieder was essen? So. Komm, hier lang. Ja, bin da. Da ist ein Zombie auf dem Baum. Ich glaube, der. Ja, springt runter. Team Missgeburt. Da ist ein Skelett. Ey, das kann. Oh mein Witz, Alter, das gibt's nicht! Wir laufen hier seit 4 Folgen jetzt über die Kack-Map. Yo. Und finden nichts. Alter, geh weg von der Schlucht, wenn dich ein Skelett trifft oder irgendwas, bist du down. Keine Gegner. Alter, ja, aber sagst du, Monster gibt's wie Sand am Meer, ne? Da unten ist Sand, Fluss und so. Witzig. Achtung, hier geht's, das Wasser geht wieder hier eine Schlucht runter. Mhm. Alter, das mit dem Wasser finde ich schon cool, dass überall unter dem Wasser immer Schluchten sind. Mhm. Hat auf jeden Fall was. Was machst du?
Achso, du wirst ohne den Kram weg. Sollte ich auch irgendwann mal machen. Gut, übrigens, du hattest ja gerade gemeint, du möchtest danach eine kurze Pause oder dir was zu essen machen, ne? Ja. Müsste ja eigentlich sowieso passen, weil der werte Herr Domsiplay oder Domestos oder Domis oder Broadcasting Place ja gemeint hatte, wir haben nur bis 14 Uhr. Also 2 Stunden hat er gesagt. Achtung, Skelett! Oh! Ah, Sandwich genommen. So, okay. Ja. Also wir sind jetzt echt von einem World Border zu dem anderen gelaufen und jetzt rennen wir gerade zur dritten Ecke und finden einfach nichts. Vielleicht sind wir auch einfach nur scheiße blind, ne? So, nachher steht's in den Kommentaren. Ah, die Behinderte, mach noch was! Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon. Vor allem der neue Lieblingszuschauer. Also der Lovely Potato, der freut sich immer, wenn du kommentierst. Ich hoffe, du weißt, wer gemeint ist, ne? Ja, John Z. Genau. Ich habe auch kein Problem damit, aber erstens, man kann es in einem Kommentar verfassen. Ja, genau. Und zweitens... Also das ist jetzt nicht persönlich gegen dich, also keine Beleidigung oder so über Jones Lee HD. Es ist einfach nur, schreib doch die Sachen, Bro, die du wo bist du? Ich weiß es nicht. Kommst du mal auf den Berg hier vor uns, bitte? Die du schreiben möchtest in einem Kommentar. Ich weiß, manchmal fällt einem erst was ein, wenn man einen Kommentar schon geschrieben hat. Du kannst die auch im Nachhinein editieren. Ja, genau. Wollte ich wo bist sagen. Du jetzt, Digga? Weiß wo ich bist doch du? Nicht. Ich bin da unten, ich sehe dich, ich sehe dich. Lauf jetzt mal hier weiter. So. Ja, einfach hochkommen, hochkommen. Hier oben. Über die bin ich. Okay, so. So viel dazu. Wir können auch mal ein bisschen auf Kommentare eingehen, ne? Oder auf Kommentatoren. Ja. Das ist auch mal gut. Interaktion mit den Zuschauern, das bindet, ne? Ich glaube, ich drehe langsam durch. Echt? Ich kann nicht angehen, dass wir nichts finden. Ja, ich bin entspannt. Jetzt gleich. Ja, sagst du eben. Ich weiß, war noch nichts. Pass auf, gleich sehen wir eine Basis. Oh mein Gott, renn, Alex! Nee, gleich sehen wir eine Basis und das ist unsere. Wenn wir einmal so die Map umrundet haben. Nee, aber wir sind gerade schon auf der Höhe. Wir müssen jetzt nur noch nach unten gehen und dann sind wir bei unserer Basis. Also wir rennen gerade schon in unsere Richtung wieder. Wir sind jetzt schon hinter uns selbst, sozusagen. Das ist doch lächerlich, ey. Ja, nehmen es. Aber okay. Ich hoffe mal, dass irgendwie... Ich bin runtergesprungen, ne? Hier, runter im Wasser. Hinten. Hier. Ich bin auf der anderen Seite des Flusses. Also es ist einfach so, dass wir gerade... Also es ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass jemand in unsere Richtung gelaufen ist, ne? Aber vielleicht hat es ja funktioniert. Schon wieder dieses hässliche Geräusch. Ja, bau dich hoch! Halt die Fresse. Stehen hier. Ja, komm mal runter, ich will ficken! Hier, ich bin im Berg drin. Wieder fuck Goethe angeguckt, oder was? Ja, habe ich letztens... Drogen sind scheiße, Kinder. Geguckt. Ja. Ja, ich hab den... Oh! Oh, töte ihn doch! Wie denn? Ich bin andersrum gelaufen. Warte, hier hast du 2 Pfeile. Ich habe letztens den 2. Teil geguckt. Ja, war ganz cool. Aber wie es halt so oft ist... Fortsetzungen sind scheiße. Ja, der erste war schon cooler, muss ich sagen. Ja, weil es einfach... Okay, man muss aber auch sagen... Es war eigentlich so eine Told Story, weißt du? Ich finde, ja... Am Ende war Friede vor der Eierkuchen, er war Lehrer, fertig, aus, gut. So, jetzt ich habe was gefunden, aber das ist das Dorf, was wir gefunden hatten. Jetzt darfst du was. Oder ist das, bei Fortsetzung ist es einfach so, die sind nicht so gut wie der erste Film, weil man einfach weiß, was einen erwartet im Groben. Ja, aber es gibt glaube eine Reihe, echt, also die Fortsetzung auch gut waren. Ja, also ich habe auch nicht gesagt, dass die Fortsetzung unbedingt schlecht ist. Übrigens, Beispiel, da vorne ist ein anderes Dorf. Herr der Ringe vielleicht zum finden Beispiel, wir das. Der Hobbit. Ja, aber das ist ja alles in allem eine Geschichte, die erzählt wird. So. Ja, aber trotzdem. Wenn Fuck Your Goethe war ja eine abgeschlossene Geschichte. Naja. Und danach ging es einfach weiter. Also ich sag mal so, jetzt zum Beispiel Spider-Man hier, also die mit Tobey Maguire, da fand ich den ersten auch am coolsten. Der dritte war zwar von den Effekten her cooler. Alex, wir haben noch ein Dorf gefunden. Mhm. Oh, Karotten. Ja, wir gucken mal im Dorf jetzt rum, was wir was finden oder so. Jo, machen wir. Da steht Border auf jeden Fall. Das Essen können wir ja alles noch nicht mitnehmen, das ist alles noch nicht durch. Na doch, hier so teilweise. Ja, ein paar Karotten. Ja, ich nehme die jetzt mit. Ich guck mal in den Häusern nach Kisten oder so. Jo, mach das. Ach, das bist du. Gott sei Dank. Ja, die rasten hier. Die rasten voll aus hier, die Dinger. Ja, weil wir ihre Sachen klauen. Ja, das wird schon. Alter, ist das Dorf ist aber richtig groß. Kann ich mit dem. Oh, ich kann. Ach, der kann mir auch was verkaufen. Ja, ja, deswegen habe ich ja den Emerald damals nicht weggeschmissen. Tschüss. Weißt du, wir haben ja damals in der ersten Folge den Emerald gefunden. Ja, der Schlaufli Potato. Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Oh. Die haben hier keine Kiste. Also nochmal hier übrigens zu Ding, zu Spider-Man, ne? War ja auch im Prinzip eine Fortsetzung einer Geschichte, aber war halt nicht gut umgesetzt. Oh, 2 Eisenhelme. Ich habe einen Apfel und einen Springfield habe ich gefunden. Okay, ein Apfel ist schon mal gut, dann kann man Goldäpfel machen. Warte, ich crafte mir kurz den Goldapfel, okay? Jo, mach das.
Guck mich hier weiter um. Lass mich doch da rein jetzt. Ja, ein leeres Haus, nice. Wer baut sich denn ein leeres Haus? Was haben wir hier? Nichts. Ich meine, es kann doch echt nicht sein, dass wir halt gar nichts finden. Okay. Bist du da oben? Ah, du bist da oben, ja, okay. Kommst du runter? Ja, wenn ich. Ja, so. Ah, das ist tatsächlich ein komplett leeres Haus. Was zur Hölle? Guck mal! Wir bauten seine Tür so. Eine Missgeburt. Ja. Aber es ist. Ach so, hier, okay. Ach nee, hä? Wie ist der da reingekommen, frage ich mich. Nevermind. Der komm, ist cool, gehen. Alter, der kann schweben. Da ist der Tempel. Also weiter in die Richtung. Obwohl, warte. Es ist voll gigantisch, das Digga! Was wir machen können? Das TNT holen. Ja. Das hat doch einer bei dir geschrieben gehabt, ne? Ja. OP-Goldapfel. Oh. Warum schreibst du nein? Weil es scheiße ist. Ja, na klar. Aber trotzdem. Ist das überhaupt der Tempel? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein neuer, Digga. Oh, das sieht einfach nur nach. Ist einfach nur ein riesiger Sandberg. Achso. Ja. Na gut. Ja, von hinten sah es irgendwie gebaut aus. Aha. Ja, jetzt überhaupt. Also, ich muss jetzt mal raus. Ich muss aber ganz kurz sagen. Ich kann ganz rausscrollen und ich sehe einfach alles außer die Ecke jetzt, wo wir gerade hinlaufen, Richtung Süden. Nice, da müssen wir hin. Kommst du mit? Ja, wo bist du? Ach, da hinter mir, okay. Ey, mein Hundi ist echt nicht wiedergekommen, ne? Vielleicht ist es so ein Bug, dass der einfach verschwindet. Hundis verschwinden nicht. Ja, vielleicht war das bei mir auch so. Dem muss irgendwas passiert sein. Vielleicht war es bei meinem auch so. Das weiß ich definitiv. Also, ich habe gleich die komplette Map freigeschaltet, wenn ich rausscrolle. Es gibt nur einen Punkt in der Mitte, da ist sowieso keiner. Und wenn da einer ist, dann raste ich aus. Naja, schon auch mal ein löbliches Ziel, ne? Die ganze Map zu erkunden. Hat doch auf jeden Fall was. Ja. So. Oh ja, schön lecker. Nice. Das gibt, aber hier ist halt einfach nichts. Hier ist halt nur Wüste. Hier, ich denke halt nicht, dass hier irgendwer was gebaut hat. Wir können halt trotzdem hier langlaufen, aber... Digga, wir haben auch in der Wüste gebaut, so gesehen. Ja, aber in einem Berg. Wir mussten es zwar auffällig machen, damit es nach einer Basis aussieht, aber... Ja. Anscheinend haben die anderen ja auch keine Basen gebaut, sondern irgendwie... Sich nur equipped und so, vielleicht. Nein, ich glaube schon, dass sie eine Basis haben, aber die haben sie wahrscheinlich dann auch nicht richtig gebaut, sondern einfach auch irgendwo in der Höhle oder so. Echt, ja. Das ist meine einzige Möglichkeit. Das wäre die Theorie, die Sinn machen würde, ja. Oder sie haben echt halt keine gebaut. Also ich gedacht, die brauchen wir nicht. Die mussten ja aber auch genug haben, um ein Netherportal zu basteln. So, die müssen ja schon irgendwo gechillt haben. Netherportal bastelst du ja nicht einfach so. Ja, schon, aber wer weiß, Digga. Du kannst es nicht wissen. Du musst alles in Betracht ziehen. Also ich habe gleich die komplette Map freigeschaltet. Alles ist möglich. Krieg ich dann ein Achievement? Ich glaube nicht. Das Ende von Minecraft, mein Freund. Ey, du kannst gar nicht die komplette, weil es gibt ja den Border, ne? Nein, ich meine jetzt alles innerhalb des Borders. Ja, nee, da krieg ich glaub keine. Das war auch nur ein Spaß. Es gibt ja hier so einen Typen, ne? Der läuft jetzt seit 4 Jahren in Minecraft in eine Richtung. Naja. Weil irgendwie Minecraft ja richtig riesig ist. Ach echt? Ja. Es hört ja eigentlich hört es ja nie auf, aber es gibt irgendwo gibt's ein Ende. Nicht das End. Stell dir vor, er passt nicht auf und fällt runter und stirbt. Das wäre scheiße, ne? Oder Monster. Ja gut, vielleicht spielt das auf hier Ding. Game Mode 0. Also, gut. Game Mode 1 meine ich. Was machst du? Also, wir müssen es so machen. Warum bist du jetzt da runtergelaufen? Weil ich hier mal gucken will. Warum willst du hier gucken? Komm mal her. Oh, Skelett. Also, bei mir ist es so. Noch ein Skelett, lass mal hier wieder rausgehen. Ich gucke einfach nur, ob hier vielleicht irgendwas ist. Da unten ist es Lava oder ist es... Oh. Kommst du mal hier runter, bitte? Ich fick das Skelett gerade. Das Problem ist, ich soll dir nicht in Höhlen gehen. Ich sehe nichts. Ich will nur wissen, ob das Lava ist. Okay, das ist Lava. Nein, geh wieder zurück. Toll. Lass wieder hochgehen. Also, wenn wir das nächste Mal irgendwas erkunden, bleibt mir eigentlich nur eine Möglichkeit, oder uns eigentlich nur eine Möglichkeit. Ja, welche denn? Von hier sind wir gekommen. Ja, da, wo die Fackel ist. Ja. Dann macht er einen schönen Weg. Und zwar müssen wir in jede Höhle, die wir sehen, gehen. Was war das? Und ein Zombie. Ja, die machen noch nicht. Was machen die? Also, es ist so, wir müssen in jede Höhle einmal gehen und gucken, ob sie da drin sind. Okay. Das war ja bei uns damals auch so, da ist ja auch Dominik einfach random in unsere Höhle gekommen, ne? Ja gut, oder? Das war aber, weil er uns davor auf dem offenen Feld gesehen hat. Weil hier steht definitiv keine Basis. Nee. Wir rennen jetzt noch ein bisschen das hier. Das ist rum. Auch unsere Richtung hier. Ja, gut, aber... Digga, ich verzweifle langsam, ey. Ja gut, Leute. Lass mal da runter gehen, wir, ne?
vorher. Wir kuscheln mit den Kaktussen. Komm. So, lass dich hier so chillen. Gut. Gut, Freunde. War's für die Folge. Ich danke euch. Wir danken fürs Zuschauen. Vergesst die Bewertung nicht. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Nicht spoilern. Die Stars, Adanas. In dem Sinne.